Hallo und herzlich willkommen zu Angespielt Holy Skies. Es wird auf Steam beschrieben als Casual Village Builder and Colony Sim, designed to help you relax. Also ein entspannender City Builder. Wir sind gespannt, ob es dieser Beschreibung gerecht wird. Wir spielen, ja, wie schon gesagt, die Demo-Version oder ein Prolog nennt man es ja heute so gerne. So, hier Demo-Version, 25 Bürger-Limit. Tier 3, dann ist Schluss. Limited Number of Islands, no Creative Mode, no Cloud Saves, no Lore Unlocks. Ist uns aber egal, wir klicken neues Spiel. So, Standard, jawohl. Und Tier 1 Buildings have been unlocked. Häuser, Windmühle, was ist das? Keine Ahnung, sehen wir gleich alles. Willkommen zu Poly Skies. The land beneath has been overrun by monsters, also überrannt von Monstern. Hier oben in den... Oh, wir sind in den Wolken. Wir sind sicher, zumindest jetzt. As you build, you will need more militias to expand, find or trade new villagers at the end of every week when the airship arrives. Find or trade new villagers. Mit Leuten handeln? Ah, ist bestimmt anders gemeint. Okay, aber umso mehr wir bauen, umso mehr Bürger brauchen wir. Ja gut, das macht Sinn. You can unlock new buildings tiers by gaining more villagers. Keep track of this in a milestone panel. Also wir können neue Gebäude freischalten, indem wir mehr Bürger haben. Okay. So, kann ja nicht so schwer sein, oder? Was ist hier? Lore? Können wir ja nicht schauen. Milestones? Können wir gucken? Okay, Tier 3 und dann ist Schluss. Das ist ein bisschen wenig für eine Demo, finde ich. Aber naja, wir gucken mal. So, bauen. Hier sind wir an einer schönen Kante. Das ist so eine Insel. Ey, das ist schon cool, ne? Habe ich so noch nie gesehen als Spielidee. Hier? Ich noch nicht. So, aber egal. Oh, was ist das? Das sind unsere Bürger. Die sehen im Moment alle gleich aus. Sehen so aus wie ich. Den wächst auch kein Haar mehr auf dem Kopf. Wobei, mir wachsen ja noch Haare, aber nicht mehr an allen Stellen. So, aber genug gelabert. Community. Hütte, Lodge, ja, dann bauen wir doch mal eine Hütte. Ist das da? Oh, ein Kristall. Okay, rotieren. Ah, jetzt geht's. Ja, dann würde ich doch sagen, hier eine coole Aussicht. Also hier würde ich gerne wohnen. Cool aus. Bei Reparaturen am Haus, ne, ein bisschen Abstand. So, okay. Vielleicht ein zweites Haus. Da blockiert er das Setzen. Zu nah am anderen Gebäude. So, platzieren. So, ein entspannter City Builder. Wir haben 400 Holz. Ressourcen haben wir aber. Stein. Eisen nehme ich mal an. Und das ist der Kristall, den ich da unten gesehen habe. Kann ich den anklicken? Nee. So, wir haben 6 Bürger. Oder Bürgerinnen. Moving, was ist das denn? Attracts an airship at the end of each week. Schon nie gehört. Ein Mooring. Hier. So, ein Luftschiff. Und wie kommt das durch diese... Das dann einfach... War eine nächste Frage wahrscheinlich, ne? Komme ich das hier so... Ne, okay. Aber wir... Wie kann ich move? Remove. Und wie kann ich hier Holz... Ist halt keine Erklärung, nichts dabei, ne? Wir müssen jetzt alles per Hand herausfinden. So, dekorieren, Defense. Ach du liebe Güte, Ressourcen. Ich dachte, das ist ein friedlicher City-Builder. Hier die Liedsage, okay, einen Baum löschen kann ich schon mal nicht. So, und Move. Okay, ich kann die Gebäude auch einfach neu... Oh, die Wolken sind hier. Wolken sag ich schon. Oh Mann, ey. Der Rauch, der sieht cool aus. Das ist cool gemacht. Nice, sieht richtig cool aus. So, ich hätte immer noch gerne gewusst, wie ich die Bäume wegbekomme. Ressourcen, Storage Barn, eine Farm, ein Arborist. Ah, for collecting wood. Okay, der macht das für uns. Macht Sinn. Also muss ich keine Befehle geben. Doch schön. Ja, dann bauen wir den doch irgendwo mitten rein, wenn das geht. Scheint aber nicht zu gehen, kein Platz vorhanden, ne? Machen wir das doch mal so. So, okay. Gebaut.
Ich hätte ja Platz für 6 Arbeiter, ne? Wenn ich hier klicke, passiert nichts, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich hier nichts klicke. Wenn ich hier klicke, passiert halt nichts. Das handelt sich anscheinend so von alleine. Gemologist vom Mining zum Kristalle abbauen. Für Metalle. Für Stein. Und da brauchen wir eine Farm. So, hier werden Sachen gespeichert. Muss ziemlich zentral sein für später. Also würde ich sagen, das hier in die Mitte. Nicht so. Ne, wenn dann in diese Richtung. So. Und dann eine Farm. Ist das das Einzige, was du... Oder braucht er noch Felder zum Farmen? Ne, ist das schon... Sehen wir gleich, ob das schon die Anbaufläche ist. Hier würde ich die Häuser alle platzieren. So, also hier eine Farm. Bauen wir ein schönes Plätzchen. So. Ja, da kann man mit Windenergie gut arbeiten, ne? Wenn man hoch auf Inseln in der Luft schwebt. Das ist super. So, stellen wir hier auf schnell. Wir auch sehen, dass hier was passiert. Ist auf jeden Fall schon mal cool gemacht, das muss man schon sagen. So, Straßenlaterne, Ed's Beauty. Oh ja, das ist schönes weiches Licht. Das sieht doch sehr cool aus. Ich direkt gesagt, kommt hier eins hin, ein Licht. Und zwar schön rotiert. Diese Rotieren-Funktion gefällt mir sehr gut. Es lässt sich sehr weich rotieren, nicht so aus Spielen, wo man kennt, mit Punkt oder mit dem Komma auf der Tastatur, dass das so ruppig ist und da trifft man nicht richtig und da ärgert man sich. Hier kann ich schön weich mit der Maus rundherum ziehen, wie das gedreht werden muss. Und auch sehr präzise platzieren. Das gefällt mir, das ist schon mal ein riesen Pluspunkt. So, allerdings sehe ich noch keine Bürger und weiß nicht, wie ich die zum Arbeiten bewege. Phoenix Isles. Der Hui Inseln, weil ich ja immer so kreativ bin, ihr kennt mich. So. Lore, Letter 1. Du ziehst ja, wir können keine gucken. Okay. Das hat sich ja alles. Wir brauchen... Also, wir haben schon eine Hütte gebaut. Wir haben eine Farm, ein Storage. Was ist das? Collecting Wood haben wir auch. Den Baum neu gewachsen, oder was? Nichts verwirrt. Naja, okay. Wir brauchen auf jeden Fall das hier. Mooing. Stellen wir das hin. Das passt nur hierher. Müssen wir das in die andere Richtung drehen? Ne, ich würde es jetzt mal so platzieren, dann ist gut. So, 150 Holz. Habe ich dann aus Versehen auf die 1 gekommen anscheinend. Es sind noch 2 Leute, die haben kein Haus. Okay, die jammern. Frieren sich die Ärsche ab. So, wir schaffen Abhilfe. Wohin möchten wir natürlich nicht. Sonst kommt jeder ein zu Hause. Wenn man sich wohlfühlen kann. Die Musik ist auf jeden Fall entspannt. Da kann man schon mal nichts anderes sagen. Muss natürlich mehr Musik rein, ne? Wenn es mal veröffentlicht wird. Sonst wird das ein bisschen... repetitive und ich lande irgendwie immer auf der 1, es langsam wird oder drücke aus Versehen, wenn ich Leertaste drücke, bin ich anscheinend gewöhnt mittlerweile, um hier Menüs oder so wegzuschalten wie in anderen Spielen und verlangsamt sich halt immer das Spiel. Hier scheint im Moment kein Wind zu wehen. 1, 2, 3, 4, 5, wir brauchen noch ein Haus. Und hier sind die Kristalle. Okay, hier ist Wasser. Ist ja auch cool. Ich würde jetzt gerne wissen, wie es hier weitergeht. Ende jeder Woche. So, hier wachsen die Bäume munter und hier ist einer gefällt, aber das war zur Deko beim Woodcutter mit dabei, oder? Schau nochmal. Arborist. Ja, der Baumstumpf ist Deko. Wir müssen hier irgendwie rausfinden, wie denn... was abzubauen ist. Escape drücke, kriege ich das Tool nicht weg. So, Steuerung. Change Building Varianten. Okay, das geht auch. Left Control, Left Shift. Snap Building. Boah, cool.
Das gefällt mir jetzt schon. Also, Bildmenü B, Left Control, Left Shift und T. Hätte ich dann ein anderes Gebäude bauen können? Moment. Scheint noch nicht, aber es wird wahrscheinlich kommen dann, wenn das hier steht. Hier geht's auch nicht. Oder kann ich das einfach... Ich jetzt sage, Arcosia hat for Two Village. Ah, das kann ich jetzt... Jetzt kann ich klicken. Okay, also, schon mal zwei. Hier kann ich auch zwei. Und dann hätten wir... Muss hier auch jemand arbeiten? Nein? Dann würde ich doch zwei Farmen bauen. Gut, das macht dann auch schon deutlich mehr Sinn. Wahrscheinlich habe ich sechs Hütten gebraucht, damit ich irgendwas machen kann. So, wenn kein Move oder sonst was selektiert, das macht auch Sinn, ne? Aber ich habe halt immer versucht, wie gesagt, das ist fest in mir drin. Leertaste, Selektion weg, ne? Und das geht halt hier nicht, sonst stoppt da und dann springt da auf. Ihr wisst schon. Ah, herrlich. Aber trotz dessen, ich kann hier nicht sagen, fälle jetzt diesen Baum oder so. Das wird dann automatisch gemacht. Aber hier sehe ich jetzt Statistik übers Haus. Ember Stwafasef escaped Waterhelm. As a woodcutter, they have lived a full life. Oh, da sind immer schöne Geschichten dabei. Dofi Highrock, born in Duskstar. Raised as a gem miner, they want to go back. Was a Wogrand? Wogrand? Was in a Wogrand? Originally from Earthwater. Being a natural gem miner, they wish to continue this profession. Okay, sobald wir Gem freigeschaltet haben, die Gem Minery, oder wie? Die Mine halt, ne? Werden wir ihr das gerne ermöglichen. Muss hier auch jemand arbeiten? Ne, kommt einfach jemand vorbei. Dann können wir traden oder wie auch immer. Ich bin gespannt. Und wir brauchen natürlich mehr Häuser, damit die sich auch immer mehr vermehren, nehme ich mal an. Und dazu gehe ich aber auf Community und die Hütte. Hier so ein bisschen. Oh. Sehr cool. Aber man merkt durch die Musik doch schon so, ich komme so ein bisschen runter, ne? So, oh. Schon entspannt, so cool, so. Ja? Es sei denn, ich kann mein Gebäude nicht platzieren, wie ich will. Irgendwie zu machen sein. Ne, jetzt. Okay. Warum auch immer, die Platziermechanik ist noch ein bisschen... Ja. Könnte ein bisschen besser sein. Hier wohnt auch noch jemand. So. Haben wir genug Gebäude platziert? Wann schalte ich meinen Milestone frei, wenn ich mehr Leute habe? Bei 10 Villagers, also bei 10, bekomme ich die nächsten Gebäude. Die sind jetzt gar nicht glücklich. Warum nicht? Skills. Oh, die haben auch noch verschiedene Skills. Okay. So, ich frage mich aber, warum die alle so bedrückt sind. So, Nahrung haben sie genug. Wasser haben sie keins. Denn hier ist... Doch, hier ist Wasser. Kann ich den Namen ändern oder wie? Heating. Ja, macht Sinn. Ja, und da bekomme ich angezeigt, wo die arbeiten. Okay. Verstanden. Das wird immer noch nichts anzeigen. So, kann ich hier oben was klicken? Nein. Seitdem ich erwische die Farm hinter der UI. Aber ansonsten der Hui-Inseln, das war's schon. Tauschen? Ich kann einfach so traden. Select or enter the amount you wish to buy or sell. No resources will be bought or sold until accepted. Okay, pay a transportation fee to accept new villagers. Okay. Ja, gerne. Ich gebe... Ich verkaufe 50 Holz und... 150 Nahrung. 50 Nahrung und 50 Holz. Bekomme 350. Wie viel? Okay, einmal. 6. Wie viel haben wir denn? 6. Okay. Noch einmal Nahrung. Zick. So,
so machen wir das. Zu viel möchte ich natürlich nicht geben. Uns noch was akzeptieren. So, Buildings unlocked. Tier 2. Okay, schauen wir rein. Tauschen-Menü machen wir wieder zu. Ich hab's doch schon aktiviert. Okay, dann muss ich nochmal abbrechen. Abbrechen drücken, ja. Abbrechen. So, hier war auch das Schiff. Deswegen stand da tauschen. Okay, und hier kann ich einfach sagen, call airship to trade. Dann kommt das auch zwischendurch. Okay. Haben wir verstanden. Warum wechselt das immer wieder auf einfach? Keine Ahnung, ich habe jetzt nichts. Ah, wenn ich Move drücke, wechselt es zu einfach. Und beim Bauen? Nicht, okay. Seltsam. Und das sind alles Einzelhäuser. Und hier können tatsächlich dann 3 Leute drin wohnen. Würden wir dann doch mal machen. Hier so schön am See. Okay, und ein... Oh, ein Place to relax. Ein Campfire. Ein Lagerfeuer. Immer schön. Das liebt jeder Mensch, oder? Gibt es Leute, die ein Lagerfeuer hassen? Kann ich mir nicht vorstellen. Connect Islands Portal. Oh, wie cool das aussieht. Kann ich da einfach... Ich stelle das jetzt einfach... Wo kann man in die, auf die andere Insel? Ich würde sagen hier. Zack. Das kostet 100 Stein. 5 Kristalle. Okay, das kann ich dann sowieso nicht bauen. Habe ich nicht genug Materialien für. Und Schrein, a place to worship. So, wie kann ich das jetzt abbrechen? Die Aktion so. Okay. Schrein. Habe ich hier noch? Fischerei. Oh, Fisch. Ja, hätte ich auch. Oh, wie cool das aussieht. Haha. Da bin ich ja jetzt schon glücklich, ne? Wenn das alles so liebevoll gemacht aussieht und das auch noch in so einem Polygon-Style. Also nicht komplett polished, sondern so ein paar Polygone zeigt man hier, ein paar Flächen. Cool gemacht. Also trifft den Stil sehr gut. Mir gefällt dieser Stil auch sehr. So, Stein. Ist das alles, was ich hier sehe, Stein? Oder muss ich das irgendwo... Natürlich hier alles zugebaut, ne? Dann muss das hier in so einen Fels rein. Ja, hier ist Snapta. Okay, das heißt, man kann hier... Da steht aber jetzt ein Gebäude im Weg. Aber das Schöne ist ja, ich sag jetzt, wir setzen dich woanders hin. Jetzt schreibt er natürlich eine Beschwerdemail, weil er hatte eine geile Aussicht. Jetzt ah ja. So. Geh hier hin und dann die Steinmine. Kann ich die jetzt platzieren? Okay. Snappt das jetzt nicht mehr oder war das Zufall, weil er hier einfach... Ach so, weil er am Kristall hängt. Okay. Falsch verstanden. Ich kann's... So, in die Nähe bauen. Oder kann ich das einfach überall bauen? Das ist ja eine Mine, ne? Bohren sich einfach in den Grund. Was du sagen kann. Scheppen sich in den Grund. So, Quarry, Mine for Mining Metals. Ah, ne, das ist die Quarry. Ich bin ja auch doof. Das ist für Metalle und so weiter und so fort. Und das ist eine Quarry. Das kann ich auch einfach überall bauen, wo ich möchte, oder... Moment halt keinen Platz. Irgendwie habe ich das Gefühl, der macht hier keine Bäume weg, weil vielleicht kein Platz mehr. Darf ich hier irgendwo was platzieren, bitte? Hier hätte ich Platz, jawohl. Sehr schön. So, boah, wie viel? Müsste ich halt sehen, wer wo arbeitet, ne? 2, 4 arbeiten. Wenn ich 0 sage, dann... So, 2 in der Mine. Schnellstellen. Hier in diesem Gebäude auch 2. So, 1, 2, 3, 4 in der Farm. Ich habe trotzdem noch ein Plus an Essen, das ist wichtig. Wir haben ein Plus an Holz, logischerweise. Einer schläft.
Beziehungsweise er meckert, hat ja kein Haus. Komm, dann bauen wir eins. Für drei weitere Bewohner. Und hier kann ich torschen. Torschen kann ich hier. Tauschen, denn das Luftschiff ist da. Das ist doch sehr, sehr schön. Aber mir geht der Platz aus. Ich kann nichts mehr platzieren. Also die, wie gesagt, das muss noch ein bisschen verbessert werden, dass man hier besser bauen kann. Und hier ist noch oftmals Platz, aber er verweigert einfach platzieren. So, dann hätte ich gern noch zwei eine Fischerei. Dann sind alle beschäftigt. Wobei hier, der sagt ja 2, 3, 4, die wären in der Mine beschäftigt. Ne? Es sind aber nur 2 zugewiesen. Ah ne, hier 2 und hier habe ich 4. Warum habe ich hier 4? 2. Dann habe ich doch niemand zugewiesen, ne? Wüsste ich jetzt nicht, nö. So, was kann ich denn tauschen? Holz. Warum kann ich auch einiges tauschen? Schaut mal. Muss ich halt auch gucken, ne, dass ich noch genug Essen produzieren kann und dann nicht, So. Jetzt gehen wir die Leute auf einmal, ja, kaputt. Kann man schon sagen. Und das, was hier abgerissen wird, kann ich das nicht einfach, ne? Kann ich da bitte irgendwie, ich hätte hier gerne Bauplatz. Denn der Platz ist hier gerade sehr beschränkt. Oder muss ich hier... Tut mir leid, Leute. Ich muss da kurz durch. So, wenn ich hier aber jetzt kein kleines Haus hinbekomme, dann war das für die Katz, was ich da gemacht habe. Dann machen wir das so. Ah, das Ding direkt vor der Nase ist halt auch gut, ne? Funktioniert das nicht, wenn ich das drehe? Echt jetzt? Komm, wir probieren das nochmal. Doch, es geht. Zwar. Komm. Hier, so geht's. Und hier noch ein zweites? Ah, nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Verschiebe ich hier alles und dann geht's trotzdem nicht. Ah, das wäre gegangen. Stelle ich hier hin. So. Hier noch ein Dreierhaus. Und schnell bitte. Nee, keine Chance, bekomme ich nichts hin. Könnte höchstens vielleicht ich das irgendwie an besser gestellt. Ja, so. Dann vielleicht hier ein Haus dazwischen irgendwo. Dann müssen wir was wohl so versuchen. Ah, nee. Will er nicht? Will er nicht? Wir arbeiten ja immer noch. Komm, hier kann ich schon mal 3 einstellen jetzt, ne? Das Öhrchen juckt. Okay, was haben wir hier? Die, wie gesagt, Defensor Square Path. Adds Beauty. Ja, Beauty brauche ich im Moment nicht. Ich brauche Häuser und Nahrung. Aber ich habe keinen Platz. Ich darf nichts bauen. Ich wüsste auch nicht, wie ich das jetzt besser gebaut bekomme. Kann ich das irgendwo besser platzieren? Nein, kann ich nicht. Hier geht's auch nicht. Hier noch ein zweites Haus hin. Ja. Nee. Das ist echt mies. Ich klicke wieder weg. Okay, da muss man sich definitiv Geduld, wie man was platziert. Also wenn das auf Dauer so bleibt, ist das alles andere als entspannt. Aber ich denke, das bekommt man in den Griff. Da kann da ein bisschen was dran rumschrauben.
Geht auf jeden Fall, man muss nur wollen. Und man gibt die Möglichkeit, hier diese Bäume abzureißen, damit das erst gar nicht vorkommen kann. Sondern gibt es auch einen Forester und dann kann der auch, ja, ihr wisst, wie das läuft, Bäume pflanzen und so weiter und so fort, dann ist das alles kein Problem. Oder es ist so gewollt und wir wissen nicht warum. Vielleicht hat es ja einen Grund. Aber schauen wir mal. Ich lasse wieder schnell laufen. Wir haben 20 Leute. Eigentlich bekommen wir doch dann hier 3, ne? Ne, bei 25. Okay. Das heißt, wenn das Luftschiff wieder da ist, müssten wir wieder traden. Das ist jetzt nicht mehr valide, das Haus jetzt. So. Gut. Und es muss noch geändert werden, dass wenn man irgendwas verschiebt, dass der auch wieder auf 5-fach zurückstellt. Denn ich vergesse das die ganze Zeit. Und dann läuft das Spiel total arschlamm weiter. Und hier ist gerade ein Baum verschwunden, oder? Was verpasst? Kann ich dann vielleicht... Er hat keinen Job. 1, 2, 3, 4. So, das geht mir zu langsam mit dem Holz. Arborist. Kann ich bitte noch einen zweiten irgendwie platzieren? Will ich nicht, ne? Verdammt. Wäre ja auch zu schön gewesen, dass das geht. Ach ja. Oh! Wo war das? Ja! Ich hab's geschafft, Leute. Manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. So. Jetzt warte ich aufs Schiffchen. Mit dir, du hast kein Haus. Hast du ein Haus? Hast du Nahrung? Und der könnte auch als Gemmer arbeiten, als Miner für die Kristalle. Aber der wird jetzt so lange mit dem Kopf nicken, bis wir ihm ein Haus bauen. Das ist schlecht. Nachher hat der 5 Wochen am Stück hier, hat das im Nacken, weil... weil wir ihm kein Haus bereitgestellt haben. So, das müssen wir ändern. Er hat halt einen sehr weiten Weg zum Arbeitsplatz, wenn du hier hinten sitzt, aber du musst dem Spiel die Schuld geben, mein Freund. Ich kann sonst nichts platzieren. So, ich hätte gern noch 6 Leute mehr. Muss ich halt vorsichtig sein, glaube ich, mit den Leuten, ne? Wobei, komm. Kostet ein Mensch 150. Warum kann ich nicht mehr? Ach so, weil 25 die Grenze ist. Ach. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, akzeptieren. Okay. Ich habe neue Gebäude bekommen. Was sind das für Gebäude? Was sind es? So, der Schrein wurde freigeschaltet. Kann ich wahrscheinlich aber auch nirgends platzieren, weil einfach kein Platz vorhanden ist. Ah, doch. Zieren. Ne, das geht auch nur mit Kristallen. Okay. Ist in Ordnung. Was denn hier? Ich nur diesen normalen Metall, ne? Irgendwie müsste ich... Komm ich... So, ja. Den Gemologist... Hatten wir ja gesagt. Aber den kann ich nicht bauen, ne? Also war es das im Prinzip schon. Watch for Threats. Nehmen wir den mal. Den kann ich überall platzieren. Nee. Hier und hier kann ich... Einer. So, und wieder schnell. Auf schnell stellen. Also Spielprinzip und Setting und Artstyle auf jeden Fall sehr geil gemacht, ne? Hoch in den Lüften. Hier auf Inseln. Die Atmosphäre ist auch sehr cool. Die Musik bräuchte man natürlich mehr.
eine bessere Platzierungsmechanik und vielleicht die Möglichkeit geben, dass man selbst markieren kann, welche Bäume trotzdem manuell weg müssen. Trotz dieser Arbeitsstelle. So, den Button außer der Reichweite, dass man dann dauernd aus Versehen draufklickt. 1, 2, 3, 4, 5. Oh je, habe ich hier Arbeiter, die den Platz brauchen. 4, 3. Wir können immer nur 2, jawohl. Fischerei, 3. Ansonsten 4 Max und dann. Schauen wir mal. Idle, idle, idle. Housekeeping und so weiter und so fort. Und dann sehen wir gleich, wo die arbeiten. Wir haben immer noch ja Housekeeping, die haben halt nichts zu tun. Einer meckert immer noch, er hat kein Haus. Jetzt ist aber... Ich habe noch... Ne, ich habe keine Häuser mehr gebaut, ne? Tut mir leid. Ah, und ich kann endlich ein Gebäude bauen. Geht doch. Dauert halt seine Zeit, ne? Essen sieht gut aus. Hoffe ich doch, es geht gerade runter. So. Und jetzt müsste man wieder wissen, was am Anfang gesagt wurde. Snatcher's Seite. A small winged flying thief. These little scoundrels love to burn anything made of wood. Warning, have been known to pick up villagers from time to time. Build a watch balloon to take care of them. Okay, haben wir ja einen. Einer reicht wahrscheinlich schon. So, das erinnert mich an Populus 3D an den Drachen. Wie hieß das Vieh nochmal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da hatte man solche... So, am besten hier alles... Oh, da kommt das schon. Und wenn ich... Ah, jetzt... Ah, die haben den abgeschossen. Okay. So, das war sehr... Oh. Spektakulär. Monitor war wieder kurz schwarz, also liegt doch nicht an Darktide. Passiert jetzt auch in diesem Spiel einmal. Wird wahrscheinlich hier Adaptive Sync sein. Das könnte auch noch sein. So, und ansonsten haben wir jetzt aber schon das Spiel erschöpft, oder? Kristalle dürfen wir keine abbauen. Das bedeutet, wir bekommen auch keinen Schrein gebaut. Obwohl er theoretisch zur Verfügung stehen würde. War er denn? Hier. Genau, der braucht 5 Kristall, sieht man unten. Portal braucht auch Kristall. Das heißt, wir kommen von dieser Insel in Prolog, in der Demo, nicht runter. Okay, nichtsdestotrotz, das Spiel hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte gerne noch einen Knopf, um die UI wegzuklappen. Ist aber nicht, ne? Ne, schade. Okay, dann machen wir so ein Bild später. Boah, wird schon. So, aber es war ein schönes angespielt. Die Spielidee ist sehr cool, feiere ich. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten angespielt und ich wünsche euch einen schönen Tag.